Ja, hallo meine lieben Freunde. Ihr kennt doch sicher alle die Chemtrail-Problematik. Aber was die wenigsten wissen, ist, was in diesen Chemtrails genau enthalten ist. Und im Zuge meiner Forschungsarbeiten habe ich da etwas höchst Bedenkliches herausgefunden. Chemtrails enthalten nämlich Lecithin. Ich habe Lecithin untersucht und herausgefunden, was für wesentliche Grundsubstanzen und was für Feinstofflichkeiten Lecithin enthält. Ich werde im Folgenden meine Zusammenfassung meiner Forschungsergebnisse vortragen. Moment. So. Lecithin. Die Verwendung von Lecithin in Chemtrails. Lecithin ist im Wesentlichen ein giftgrüner Baldachin und setzt sich vornehmlich aus Pigmenten, namentlich Schweinfurtergrün, Cantaxanthin und Carmesin, sowie Schleimstoffen, Querachsen und Längsrippen zusammen. Lecithin entsteht primär bei der katabolen Metabolisierung von forstwirtschaftlichen Fischereifahrzeugen und sandigen Ackerflächen mit sehr mächtiger Bodenkrume. Hauptproduzenten sind die Leber, der Hypothalamus und die Volksrepublik China. Da sich unter starker hydrodynamischer Last die Spitzfibrillen des Lecithins verschränken, wird es seit Beginn der 60er Jahre auch zunehmend in der Völkerverständigung und im nonverbalen Sektor der nautischen Kommunikation eingesetzt. Der Gebrauch ist allerdings rückläufig und mangels geeigneter Alternativen sollte man Lecithin förderhin als obsolet erachten. Ausläufer des Lecithins erstrecken sich vom Kontinentalschelf im Norden bis hin zum Geestrandrücken im Nordwesten, was die flächenmäßige Dominanz des Lecithins exemplifiziert. Im Zuge der Verschleierungstaktik und Beschwichtigungspolitik, quasi als preiswerte, aber ethisch bedenkliche Alternative zu Abrüstung und Energiewende und da sich dergestalt Kriegseinsätze verschleiern bzw. rechtfertigen lassen, stellt Lecithin vermutlich den Hauptbestandteil der Chemtrails dar. Insbesondere, wenn die Flugmaschinen während des Gebrauchs lateral ausscheren, kommt es zu kritischen Belastungen, die bei der ländlichen Bevölkerung und älteren Menschen im hinteren Rachenbereich zu schweren Hüft- und Gelenksproblemen oder Wasserschäden führen können. Dies äußert sich durch derbe Knötchen und eitrig verhornende Ausschläge, die sich unter den Fingernägeln und dem dritten Rippenpaar konzentrieren, wodurch sie den Zehengang stören, indem sie einen exzentrischen Zugspannungsdruck auf den Quadriceps femoris und die Hüftgelenksextensoren der autochthonen Rückenmuskulatur ausüben. Die Auszehrung steigert sich im Verlauf einiger Wochen zur Kachexie und ein terminales Sichtum setzt ein. Linderung lässt sich durch Kamillentee, heiße Aufgüsse mit Quark und Bandagen aus grobem Leinen erzielen. Zudem sind Rollkuren und extensive Dauerläufe bis zu 180 Wochenkilometern in Verbindung mit Hochintensitätsintervalltraining auf dem Radergometer mit Leistungsetappen von über 1200 Watt indiziert. Synergistisch wirken plyometrische Übungen zur Stärkung der neuromuskulären Koordination. Dabei sollte man jedoch stets beachten, dass all diese Maßnahmen als wirkungslos anzusehen sind und doppelt randomisierten, placebo-kontrollierten Metastudien zufolge strikte Bettruhe wesentlich bessere Ergebnisse erzielt. In der chinesischen Medizin und im größten Staatsforst Bayerns setzt man zudem fettreduzierten Lebertran, tonnenschwere Tetrapoden aus Stahlbeton und Seehundaufzuchtstationen gegen die Symptomatiken ein. Diese Interventionen sind allerdings nur palliativ und zudem umstritten, da sie der Staatskasse zur Last fallen. Also wir sehen, die Gefahr ist ganz offensichtlich, sie ist sehr groß.